Ja, hallo, liebe Kinder. Ich bin mal wieder in der Musikschule und ihr seht, ich habe jetzt eine ganz nette Kollegin neben mir an meiner Seite. Das ist die Martina Binnig. Und die Martina Binnig spielt das Streichinstrument, was wir noch nicht hatten. Wir hatten ja schon die Geige und wir hatten ja auch schon die Bratsche und wir hatten ja auch schon das Cello. Und das war von oben nach unten gerechnet immer ein Instrument, was immer ein bisschen tiefer und dunkler klingt. Aber ein Instrument, das fehlt uns noch. Und das ist der, vielleicht wisst ihr es schon, der Kontrabass. Und die Martina Binnig, die zeigt uns jetzt einen, nein, sogar noch mehr Kontrabässe hier. Martina, sag doch mal, warum stehen da denn vier verschiedene Kontrabässe? Ja, die Kontrabässe gibt es natürlich in verschiedenen Größen, damit auch schon Kinder Kontrabass spielen können. Da ganz im Eck sieht man sozusagen das normale Modell. Das ist aber noch nicht das allergrößte. Es gibt sogar noch einen etwas größeren Kontrabass. Dieses Modell nennt man Dreiviertelbass, aber das ist so das Modell, was man immer sieht und hört, wenn man in einem Konzert ist. Ich selbst halte den sogenannten halben Bass in Händen, weil ich halt nicht so groß bin. Und dieses Modell ist auch schon für Erwachsene, aber auch für Jugendliche. Und wenn man alte Bässe aus früheren Jahrhunderten sich anschaut, sind die auch manchmal nur so groß. Dann haben wir den sogenannten Viertel- und den sogenannten Achtelbass. Und es gibt noch einen kleineren, der ist aber verliehen, den sogenannten 16. Bass, sodass schon sechsjährige Kinder Kontrabass spielen können. Oder mein jüngster Schüler war sogar mal vier. Ui, das ist ja unglaublich. 4 Jahre und dann kommt noch was. Ja. Der hat dann den 16. Bass gehabt. Der hat den 16. Bass und auch immer noch geliehen, deswegen hat er den Aber nicht mehr. er wollte auch ausgerechnet diese Töne, Diese tiefen Töne. diese ganz, ganz tiefen. Ganz Cello war genau. nicht tief War genug, nicht ne? tief War nicht dunkel genug. genug. Ah ja, das kann ich gut verstehen. Du, Martina, spielst du uns mal ein Kinderlied auf dem Und das Bass wollte da? ich vielleicht erstmal gerade den Oh, tiefsten Jan spiel mal den spielen. tiefsten Das Ton, ist ja. doch, ne, das ist die leere E-Saite. Und man sieht richtig, wie die wackelt, wie die vibriert. Oh ja, genau. Cool, das ist ein tiefer Es gibt Ton. sogar noch Bässe, die haben fünf Saiten, dann gibt es noch ein tiefes C dazu. Noch dunkler, noch Man kann aber dunkler. auch hohe Töne spielen. Klingt es gar nicht unbedingt mehr so nach Kontrabass. Ne? Aber Ja. jetzt spiele ich gerne ein Kinderlied. Ich verrate nicht welches, oder? Ah, nee, das kriegen die Kinder Das vielleicht auch kriegen die selber Kinder raus. raus. Mal gucken. Rausgekriegt, ich denke schon, ne? Aber das klang ja wirklich ganz, ganz tief und ganz, ganz dunkel. Noch viel dunkler als ein Cello. Martina, mir ist aufgefallen, du hältst den Bogen ein bisschen anders als beim Cello. Warum ist das denn Genau, so? das ist die sogenannte deutsche Bogenhaltung. Die wird jetzt noch in Deutschland, in Österreich, aber auch in Ungarn und so weiter gespielt. Das hat sich historisch so auseinanderentwickelt, dass man den Bogen entweder so hält. Dann hat man auch einen recht großen Frosch, dieses schwarze Teil nennt man ja Frosch. Aha. Und es gibt aber auch eine Obergriffhaltung wie beim Cello, dann ist der Frosch etwas kleiner. Das kann man ganz gut hier auf diesem Poster erkennen. Da sieht man links das französische Bogenmodell und rechts das deutsche. Die sehen also anders aus und dann werden die auch anders gehalten. Und oben drüber sieht man übrigens auch verschiedene Formen. Also verschiedene Umrisse von Kontrabässen, denn der Kontrabass ist längst nicht so genormt wie die anderen Streichinstrumente. Also jeder Kontrabass sieht ein bisschen anders Sieht aus. ein bisschen anders aus. Ja. Und hier, also hier auch in Osnabrück, spielen wir mit der Untergriffhaltung. Das ist bequemer, oder? Ja, also Ja. man kann das Armgewicht sozusagen direkt Ja. auf die Seite ablegen. So, jetzt Ja. muss ich nur noch ziehen. Kontrabass eigentlich eine ganz natürliche Bogenhaltung. Kommt aber auch von der Gambe, das ist noch ein anderes Streichinstrument. Da Aha. hält man den Bogen auch so und der Kontrabass hat sich im Laufe der Zeit eben zwischen Gambe und Geige entwickelt. Also so ein Instrument zwischen den beiden Instrumentenfamilien. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Ja. Jedenfalls halten wir den Bogen so rum, als einzige. Von der Gambe kommt dann auch,
die nach oben etwas spitzer zu laufen. Wenn sie so ist, ne? Aber es gibt auch Violinformen. Ja, stimmt, hier haben wir keine Violinform, aber das ist ja schon mit der Kamera festgehalten worden. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen. Mhm. Aber genau, auf jeden Fall klingt ein Kontrabass immer ganz, ganz tief und ganz, ganz dunkel. Ne? Genau. Kannst du uns auch mal eine andere Musik vorstellen? Vielleicht eine lustige, so ein bisschen, etwas Modernes vielleicht? Oder du meinst, man kann ja auch zupfen. Ja, man kann, ja, dann zupft das. Das macht man auch gerne. Mhm. Wenn man im Jazz zum Beispiel in einer Band spielt, ein Blues zum Beispiel, dann spricht man vom Walking Bass. Ah ja. Ich aber irgendwie lustig ein bisschen. Das fand ich cool. Ja, schön. Das klang ja richtig toll. Und dann kannst du auch noch ein Tier machen auf deinem Kontrabass zum Schluss? Ja. Also natürlich ein großes Tier. Ein großes Tier, ja. Ein ganz großes Tier, nämlich den Elefanten. Den Elefanten. Mhm. Und der klingt natürlich etwas schwerfällig, wenn ein Elefant tanzt. Es ist nicht so grazil, sondern es klingt sehr schwerfällig. Da gibt es von Camille Saint-Saëns eine Komposition, die heißt Der Elefant. Ah, ja. Sehr, sehr schön, den Elefanten auf deinem Kontrabass. Das hat richtig gut geklungen. Und vielleicht mag ja auch von euch jemand ein so ganz, ganz tiefes, dunkles Instrument wie den Kontrabass. Und wenn ihr dazu Lust habt, dann könnt ihr vielleicht auch mal in die Musikschule kommen. Und ich denke mal, das ist irgendwie wohl möglich, dass man das mal auch mal ausprobieren kann. Auf jeden Fall. Irgendwann, Schnupperstunden sind ja auch immer möglich. Genau, auch mit Corona. Irgendwie, wenn man das gerne möchte, irgendwie kann man das mal ausprobieren hier. Vielleicht habt ihr Lust. Martina, habe ich was ganz Wichtiges vergessen? Vielleicht kann man dazu sagen, dass natürlich die Kontrabässe hier auch zur Verfügung stehen und ausgeliehen werden können. Oh ja. Also es muss sich keiner so einen kleinen Bass kaufen. Ja. Die werden hier alle zur Verfügung gestellt. Nur wenn die Schüler dann tatsächlich so groß sind, dass der Kontrabass nicht mehr weiter mitwachsen muss, dann steht es erst an, ein Instrument selbst zu kaufen. Aha, so hat man hier genug Kontrabässe, um das auszuleihen. Ja. Oh, das ist ja praktisch. Sehr cool. Ja. Gut, okay. Martina, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für euren Besuch. Und wir sagen Tschüss.